Miau. Genau. Herzlich willkommen. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dingens und so und Bäm. Ups. Halt, stopp. Ich fahre Trecker. Okay, also herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2013. Und ich habe ein ziehen lassen. Oh, nee, unsere Palette, guck mal, wie groß die ist. Das wollte jetzt jeder wissen. Warte, ich sammle Ich erstmal weiß. Eier ein. Ich habe nämlich eben gerade gesehen. What the fuck, Eier im Rucksack 1. 46 Eier liegen da auf der Weide. Milchtank, boom. Irgendwie spiele ich gerne ich mit dem. Dresche schon mal weiter. Also. Okay. Hä? Wolle 0%, aber da steht eine Big Palette. Lol. Achso, wir haben jetzt Mods eingefügt. Genau, Mods eingefügt. Die können wir euch Warum ist dann hier auch eine direkt noch zeigen. Riesenpalette? 0% Wolle. Aber Warte, eine ich sag Riesenpalette dir ist gleich, wie da. viel da ist. Vielleicht ist das ein Bug oder so. Ja, wenn dann ist jetzt eh zu spät, ich hab's dann nämlich runtergeschoben. Vielleicht war die auch voll. Ja, René, vielleicht steht da 0%, weil du die Palette schon runtergeschoben hast. Nein, das stand vorher schon da. Warum schiebst du sie dann runter, obwohl laut Spiel nichts drin ist? Ja, weil die von mir voll ist. Guckst du dir an? Oh Mann. Ja, warte kurz. Sehen die dann Mike, wie viel anders Geld aus, wenn haben die wir? voll sind? Ey, Jonas, stopp, du 18.400. bist voll. Ja, Jonas ist immer voll. Der ist immer breit. Deswegen 50 sitzt er schon. auch auf einem. Oder sitzt du gerade auf deinem Sessel? Ja. Siehst du, sage ich doch. Er sitzt gerade auf seinem Sessel. Er ist immer breit. Also er macht sich immer breit. Aber das kann ich auch ganz gut. Ja, das stimmt. Fettlos. Muhahaha, ich glaube jetzt den Kram. Mir egal. Ich drück Tab. Dann habe ich wieder ein Dreckersche. Wir müssen nur ganz eindeutig langsam hier mal weiter dreschen, weil es sind gerade alle drei Felder. Ich denke, du willst dreschen. Wir haben Mach nur ich zwei schon. Felder besät. Warte kurz. Oh, Ach, die die sind schon. Palette ist Okay, warte. weggeflogen. Ach, nee. Mike, wir müssen mal Weil mal wieder über den Zaun hieben. René. Nein, mal mit. Der liegt nur hier vor, Haben wir komisch. nicht eigentlich so ein Golfcar drüber gehoben? Ja, stimmt. Na, also. Aber Bleibt letztes da. Mal, wo wir einfach so ausprobiert haben, da haben wir es mit dem Tieflader, haben wir den Weidemann drüber gemacht. Genau. Ein Tieflader haben wir jetzt auch drin, dann kommen wir schneller mit den Dingens von einem Feld zum anderen und so. Falls wir irgendwann mal weiter entfernte hier Felder haben sollten. Jetzt wollte ich schon GS sagen. Ich bin jetzt Und irgendwie wir haben so einen in. neuen Mähdrescher. Nicht wundern, wir haben ihn billiger gemacht. Ja, aber nur um die Hälfte. Also wir haben schon geguckt, dass es realistische Preise sind. Nur der Mähdrescher war so teuer, den haben wir ein bisschen. Bin voll. Schon wieder. Factory. Ach, Jonas. Ja, ich kann gerade nicht und dann musst du also musst weniger trinken. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Okay, jetzt machen wir hier Musik. 1. Mai. Party in the USA. Okay, warte. Also, das sind jetzt unsere Also Mods. das mit der Palette eindeutig Mikes Problem dann. Ja, wollen wir, was wollen wir uns denn zuerst Nicht kaufen? Wir wundern, haben Mike, sie jetzt. steht falsch rum, aber. What the Den fuck, Maschinen. Mähdrescher. Den Mähdrescher wollen wir uns erstmal kaufen. Wo war der? Da war er. Ups. Da. Steck fest! 185.000. René, bist du Los. blöd? Kauf. Okay. Dann leihen wir uns jetzt ein bisschen was. Kaufen, Miau, kaufen, miau, kaufen, miau, miau, kaufen, miau, kaufen, miau, kaufen, kaufen. Da können wir nämlich erstmal mit zwei miau, mähen, miau, weißt du, wie ich miau, miau, meine? miau, miau. Okay, jetzt haben wir 113.000. Jetzt muss ich mal gucken, ob das reicht. Wenn, dann kaufen wir uns halt nur den Mähdrescher, aber nicht das Mähwerk. Das Mähwerk können wir uns ja hier später noch kaufen. Okay. Mike, Jetzt hast du bring ein mal die bisschen Dreck. Palette dann weg. Ach so, übrigens, eine Sache, die wollten René und ich dir noch sagen, Jonas. Fahr nicht mit dem Mähdrescher über irgendwelche Felder. Deswegen wird der Mähdrescher nichts für dich sein, weil der nämlich die Felder kaputt macht. Das weiß ich Also, schon. okay, dann ist Schneidwerk ja können wir gut. uns jetzt nicht leisten, ne? Nein, noch nicht. Aber wir könnten Gut. natürlich den alten Mähdrescher verkaufen, falls wir den nicht mehr brauchen, und dann können wir uns auch das Schneidwerk leisten. Wir können Oder aber erstmal beide behalten, würde ich sagen. Ja, könnte man aber wir haben natürlich auch sowieso noch machen, nicht so aber wir große haben Felder. jetzt, wenn wir beide behalten, dann haben wir kein Mähwerk. Dann Dann haben bringen wir. wir. Wie viel brauchen wir denn noch? Jetzt brauchen wir noch, ohne Moment da, Was? ungefähr 20.000. Ja, gut, ich denke, da würde es reichen, wenn wir den Anhänger wegbringen, oder? Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Da sind nämlich erst 10% drin. Ja, gut. Ich könnte aber mal gucken, wir könnten ja theoretisch. René, was machst du hier? Mit der Palette. Was? Warum liegt die Ach Palette so. auf dem Kopf? Ja, ich weiß nicht, ich bin ausgestiegen und dann ist die Palette weggeflogen. Oh Mann.
Hops, bin übers Feld gefahren jetzt. Es fehlt ein bisschen Getreide. Wow, what the fuck? Okay, die ist wirklich fett. Oh, pop. So, okay, dann willst du die Palette wegbringen oder soll ich das jetzt wieder machen? Nee, mach mal. Kannst es halt nicht, ne? Egal. Ich könnte, aber will ich nicht. Die Palette ist also schon fest. Okay. Aber dann verkaufen das Schneidwerk hier auch, was wir hier haben, und kaufen das andere. Ich würde sagen, wir behalten beide. Oder? Ich weiß es nicht. Wir können uns ja danach dann noch irgendwie... Nein, aber das andere ist besser, weil du da auch eine Kamera hast. Ich weiß nicht, ob vielleicht funktioniert das hier sogar mit dem Schneidwerk. Oder denkst du nicht? Nein, also eben habe ich es mit dem anderen Mähdrescher auch schon ausprobiert. Das ging auch nicht mit Schneidwerk dann, glaube ich. Zumindest bei mir nicht. Hast du den Mähdrescher schon geholt? Der steht jetzt beim Shop übrigens. Nein, der steht beim Feld. Ja, okay. Oh ja, was haben wir eigentlich alles für Mods drin? Alle möglichen. Wir haben übrigens auch andere Gewichte drin, also könnten wir uns theoretisch mal ein neues Gewicht kaufen. Die coole Gewichtchen. Wir könnten uns natürlich auch diesen Mod reinmachen, den habe ich nämlich nicht drin. Achso, der Unimog. Ja, den Unimog können wir uns auch kaufen, aber wir können noch den Mod reinmachen, dass wir zwei Gewichte auf einmal anhängen können. Ach, hast du den gar nicht drin? Ne, den habe ich nicht drin. Hast du das letzte Mal gesagt, den brauchen wir nicht. Habe ich das gesagt? Okay. Ja, ich glaube, ich habe das dich gesagt. Gefragt, weil, also ich meine, wir brauchen den ja nicht unbedingt, meine ich jetzt auch. Also, Jonas, willst du den drinnen haben oder nicht? Nö. Okay, dann lass uns raus. Wir haben eigentlich nur Klassiker der Landwirtschaft mehr drinne. Genau. Und dann hier noch anderen Scheiß. Genau, die Klassiker der Landwirtschaft, die man vielleicht schon aus dem alten Let's Play, also von LS11 kennt, die haben wir jetzt drinne, weil die wurden jetzt auch auf LS13 geupdatet und die gibt's jetzt kostenlos zum Download. Ich habe gerade mein Headset von meinem Kopf gehauen und so. Mike, wie wär's, wenn du vielleicht den Unimog kaufst? Das könnte ich natürlich tun. Dann verkauf den Kramer, oder? Ja, okay, mach ich gleich, warte kurz. Oder willst du den roten Drecker verkaufen? Verkauf den roten Drecker und kauf dafür den Dings. Wie viel kriegen wir denn jeweils dafür? Also für den, warte, ich guck mal. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was wir für den Kramer 7500 und für den Same 28.500 und für den Dings müssen wir so 19.000 bezahlen. Wollen wir beide verkaufen, dann könnten wir uns zwei von dem Geld kaufen, also zwei Unimogs. Oder wie man da auch immer die Mehrzahl von ausspricht. Könnten wir. Du könntest die ja, ulala, du könntest die ja mal zum Shop bringen, dann kriegen wir nämlich noch Prozente drauf und so, ne? Kennst du ja schon alles. Soll ich denn den... Dann bringe ich erstmal den Kramer weg. Ja gut, Achso, wir haben jetzt wieder 37.000, also die Palette hat ungefähr 10.000 gebracht. Ein bisschen weniger. Ja. Überleg mal, wir haben gar nicht so lange gewartet. Na gut, wir hatten die Zeit auch hochgedreht. Dann können wir ja jetzt das andere Schneidwerk kaufen, oder? Nein, das kostet 40. Ja. 48. 48.000 irgendwas. Ja. Wir haben es ja wie gesagt nur um die Hälfte billiger gemacht, dass es noch so halbwegs realistische Preise sind. Nur ich finde bei Mods, wenn man sich schon Mods holt, dann sollten die nicht so teuer sein. Und den Rest haben wir übrigens so gelassen, also den Unimog und das haben wir nicht billiger gemacht. Wollen wir dann die Mods in die Beschreibung packen? Willst du die ganzen Links dafür wieder raussuchen? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir packen einfach nur den Link von Modhoster. Würde einfach mal sagen... Und von dieser Originalseite, weil die Klassiker der Landwirtschaft zum Beispiel und einen Kipper haben wir nämlich von der FarmingSimulator.com. In welche Seite man abkippen. Genau, und das die haben Gewichte. Wir auch noch. Genau. Wir haben eigentlich sehr viel noch von denen. Ja, aber das sind auch relativ gute Mods, weil die ja vorher was hast du hier gemacht, Jonas? Von dem Team geprüft werden und so. Obwohl die manchmal relativ unrealistisch den anderen Mods gegenüber sind. Welchen? Ja, warum hast du das Schneidwerk abgegangen? Wollte probieren, wollte den eigentlich ausladen gerade und dann habe ich aus Versehen Tab gedrückt. Dann bringe ich den Mähdrescher auch weg und du wieso? Den anderen. Wir haben doch noch kein Schneidwerk für den anderen. Ja, da kannst du das Grüne auch dranhängen. Nein, erstmal. Kannst du nicht. Warum? Sicher? Habe ich eben gerade probiert. Was für den neuen? Ja. Was? Okay. Ja, dann funktioniert er wahrscheinlich nur mit dem extra Schneidwerk. Kann schon sein, wegen den Kameras. Ja, kann sein. Also ich hab's nicht hingekriegt, das da anzuhängen. Wahrscheinlich bist du einfach nur zu doof.
Ja, das kann auch sein. Ich weiß nicht. Finden wir jetzt heraus. Aber das Geile ist, man sieht auch, wie viel man geerntet hat, wie viel Hektar und so. Ja. Das stimmt, das ist bei dem Mod. Jonas, du bist zu doof.